Ein herzliches Hallo und willkommen hier zurück bei Crossout und heute wieder mal zusammen mit Hippo und Xa. Grüß euch. Moin. Und wir haben dabei heute mal den Da Falco Play. An dieser Stelle auch ein Hallo an ihn. Und hier ploppen lauter Nachrichten ein. Ich bin hier online seit geraumer Zeit, die ganze Zeit beim Chatfenster. Bling, blong, bling, 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 blong, blong, blong. Super. Mittlerweile ist die Freundesliste gut gefüllt. Sorry an alle, denen ich jetzt hier nicht antworten kann. Aber das ist halt schwierig, ne, wenn man dann aufnimmt. Aber ja, auch gerade Cola-Drachen. Ich liebe deine Videos. Mach einfach weiter so. Das ist echt toll. Kommen viele tolle Nachrichten. Dankeschön. Wer noch mitmachen will, Link ist unten in der Videobeschreibung. Aber wir legen jetzt los. Wir legen los, gehen auf ins Gefecht und machen. Hol dir die Reifen. Ich hol mir die Reifen. Oh, und da gäbe es auch so eine neue Fahrerkabine, den Docker. Mhm. Oh, der hat 9 Punkte Energie. Yep. Ja. Aber das Problem ist halt, du hast relativ wenig Fläche zum Bauen. Also bei dem Pickup kannst du noch die Motorhaube gut verbauen, ja, und das Dach. Und bei dem hast du eben nur so einen schmalen Scheißen auf dem Dach, zu dem wird dein Auto relativ hoch und das musst du alles irgendwie ja so möglichst irgendwie panzern, damit nicht direkt dein Fahrerhäuschen zerlegt wird. Das stimmt. Also das macht die Baukonstruktion dann auch nicht ganz einfach. Das stimmt. Und ah, ich schätze, das Ding ist deutlich langsamer. Ich schätze, er ist noch nicht in dem Levelbereich unser. Ja, okay. Wir müssen doch mal das Geschütz machen. Hol dir das Geschütz. Wie es mir scheint, ist Dings. Na, wie heißt er denn jetzt? Der Falco. Ja, genau, der Falco. Wohl nicht in dem Level. Okay. Ja, ist aber kein Ding. Ah, da machen wir eben das. Ja, das ist aber. Ich finde andererseits diese bebaute Motorhaube gar nicht so toll. Weil das dann so tief ist. Dann kannst du nicht nach hinten ballern. Ja, gut, das stimmt. Aber du hast halt eine feste Fläche. Fahren wir durch? Nur mal so als Frage? Oder? Jo, ich fahr mal durch. Links rum. Okay. Ja, dafür kann halt das Teil nicht weggeschossen werden, nur dein Geschütz draufsteht. Ja, natürlich. Es hat einen Wahnsinnsvorteil, auf die Fahrerkabine zu bauen, aber ja, man muss das halt abwägen, ne? Ich war halt am Ende auch ein Freund davon, möglichst hoch zu bauen, weil du dann schön von oben draufballern kannst auf die Gegner und irgendwie so von hinten. Oh ja. Ja, deutlich. Das haben wir da einfach mal mitten rein. Ja, ich auch. Ja, ich habe einen schnellen gebaut. Den nutze ich einfach zum Reinfahren. Ich werde hier gerade ein bisschen übel aufs Korn genommen. Könnt ihr mir mal den Happy Troll? Oh, ich bin gleich weg. Aber ich habe ihn auch mitgenommen. Nee, habe ich nicht. Egal, also egal. Ich habe ihn. Irgendjemand hat mich noch direkt gerecht. Verdammt. Hing da fest zwischen denen. Oh, fies! Mach erst hier diesen Bye-Bye. Der andere hat keine Waffen mehr. Warum wird hier rumgehupt? Yeah. Was, wie haben wir denn gewonnen? Ach, die Basis des Gegners erobert. Okay, habe ich gar nicht mitbekommen. Nö. Anders. Gut. Och, ich hab hier einfach bei dir alles zerlegt, dass mir vor die Nase kam. Ja, man muss dazu sagen, Sa und Hippo haben minimal weitergezockt, ne? Ja, ganz leicht. Nö, wir doch nicht. Ihr ollen Suchtis. Es ist unglaublich. Was habe ich denn eigentlich bekommen? Ein Scheinwerfer. Huch. Okay. Ja, wir machen Licht. Mhm. Aber geben auch 1% Erfahrungsboost quasi. 1%? Naja, pro Scheinwerfer, den du verbaust. Gut, dafür hast du ja jeweils einen Teil weg, ne? Ja, wenn du 100, wenn du nur aus Scheinwerfer nimmst. Nee. Kannst den Gegner blenden, da sieht er erstmal nichts mehr. Haben wir wieder links? Ja. Gut, gut. Ja, ich habe mir hier so eine kleine Kugel gebaut, total schwer gepanzert. Eigentlich hält sie viel aus. Hat man eigentlich auch gerade vorhin gemerkt, da wurde ich ja wirklich von den zwei total aufs Korn genommen. Es hat trotzdem gebraucht, bis die mich zerlegt haben. Ich glaube, eigentlich ein ganz gutes Gefährt. Außer, dass die Geschütze ein bisschen asymmetrisch aufgebaut sind. Ja, wirklich. Achtung, hier rechts jetzt alle. Jetzt. Ja, ich habe leider vorne zu wenig Platz gehabt. Nimmt mal den Indigo als erstes. Okay, der ist weg. Den Nex. Alles klar, Death Taker.
Vorsicht, der Battle Course hat, glaube ich, eine dicke Wumme drauf. Ja, Battle, wir schwenken um. Wir schwenken um auf dem Battle Course. Und unsere Basis wird eingenommen. Egal, wenn wir hier zum Erz sind. Nee, die ist schon fast fertig, die unsere Basis. Schau mal. Denke auch. Na gut, da kann man nicht mal hin. Nee, das schaffen wir leider nicht mehr. Scheiße, wie ist denn das so schnell gegangen? Wir haben doch so viel von denen zerlegt. Wir haben nur 3 oder so zerlegt. Also sind wir jetzt 4 oder so durchgekommen. Scheiße. Ja. Das war dumm. Mann. So ein schönes Moped gebaut. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Kleinen. Deine Knutschkugel? Ja, also ist mal so Knutschkugel 2.0. Oder Quietschkugel 2.0 vielmehr. Habe ich die Reifen unsymmetrisch? Moment. Irgendwas? Ach nee, nee. Der ist vorne schmaler als hinten. Ja, genau. Ich hab das ja. So, wer ist denn nicht bereit? Moment. Irgendjemand ist raus. Ja, Dings ist raus. Dings ist raus. Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Dings ist raus. Warum ist Dings raus? Der Falco. Ja, sowas. Der Falco. Aus der Gruppe gefallen. Ich habe aus Versehen auf Garage geklickt und dann fliegt sie automatisch aus der Gruppe raus. Ja, echt. Ich lade gerade wieder ein. Überleg gerade, ob ich noch. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Moped. Er ist auch wieder bereit. Komm, dann machen wir noch ein Gefecht. Machen wir noch. Also hier diese Niederlage. Hol dir das Geschütz, abbrechen, Ficht. So. Ich will dann auch unbedingt danach mal die Reifen machen. Wollen wir jetzt mal rechts rumfahren? Links war scheiße. Ich werde dann kommen und uns da alle entgegen. Natürlich, ist doch immer so. Machen es trotzdem. Oh, wir sind ja schon rechts, ist ja perfekt. Zumindest der Hippo und ich. Ja. Ich hab schon kurz auf die anderen beiden warten. Ich bin schon da und der Falco auch gleich da auch mit umgeht. Ja, lass mal Koja mal vorfahren. Guck schon mal, sag Bescheid, wenn er was ist. Da ist was. Das ist schon. Ein Stein. Okay, wir fahren durch. Komm, lass den Bau. Dieser Wendekreis von dem ist so klein. Ja, das sind die anderen. Wo? Rechts, links von uns. Die fahren alle durch die Mitte. Oh. Ja, dann. Miniman anders. Auf, gib ihm! Achso, ihr fahrt drauf. Au! Ich hab ein Problem! Aber solange es nur eins ist. Nö, jetzt hab ich keins mehr. Was ist das denn für ein Moped? War knapp. Was hat der denn da gebaut? Ich hab nur noch 2 Reifen. Ups. Das geht schnell, gell? Die haben irgendwie ganz schön Schaden. Ja, wir haben sie ja jetzt auch alle. Jetzt habe ich gar keine Reifen mehr. Ah doch, einen habe ich noch. Wo ist er denn, Hippo? Da. Das wird der Geilste. Schieß, Hippo, schieß! Schieß! Ja. Geht. Ach, läuft. Ich finde, es läuft gut. Also, der schon mit Raketenwerfer rum. Alles klar. Raketenwerfer? Der hatte, oder zwei, entweder Raketen- oder Granatwerfer. Das sind die Typen, die sich nur so ein Skateboard mit Raketenwerfer oder großen Kanonen bauen. Ah, ich dass ich hier bei den Kleinen mitmachen kann. Aber damit one-hitten die halt fast alles. Ich seh's, ja. Ich seh's, der hat. Ist der jetzt einfach durchgefahren? Warum hat denn der den zerstört mit Durchfahren? Ohne dass er vorne eine. Auffahren macht auch Schaden. Ach so. Beziehungsweise du kannst hier vorne Stoßstängel ranbauen. Die machen dann noch erhöhten Schaden. Aha. Also wenn dann richtig guten Schuss oder Rampfschutz hast, kannst dann eben entsprechend auch Schaden machen, wenn du einfach auf jemanden drauf fährst. Aber schon ein bisschen assi, sich quasi die Superwaffe draufzuschnallen und damit dann einfach loszufahren und nix drumrum. Ja gut, aber wenn. Ja, das Problem daran ist halt, dass die Waffen an sich schon relativ viel HP haben. Und dadurch werden die auch nicht so schnell weggeballert. Deswegen ist Rüstung zusätzlich irgendwie rum eigentlich eher Nebensache. Also da kannst du halt irgendwie so ein paar Papierteilchen dran kleben und damit hat sich's.
Eben. Na gut, andersrum hat er dann aber auch nur die reine Rüstung von seiner Fahrerkabine. Das heißt, wenn du den einklemmst oder neben dem bist, dann schießt er mit seiner Kanone auch nicht mehr. Das stimmt. Ja, aber da kommen schon wieder Raketen geflogen hier. Ja. Das stimmt, das waren Raketen. Bewegung bleibt. Ich umfahre den einmal. Ich hol mir den. Ach, scheiße. Gehört. Das war's für mich. Einmal um. Ah. Na, zu spät. So. Der muss den Moos nicht gesehen haben. Der hat, dann bin ich direkt vor die Flinte gefahren. Oh, der eine hat keine Flinte mehr und der andere hat keine Räder mehr. So, komm. Ja, Fahrzeug muss ein OBS. Ja, ich versuch's. Das ist die falsche Richtung, Hippo. Das tue ich gar nicht. Tue ich doch. Ich seh es genau. Ich schaff's, glaub ich, nicht mehr so richtig zurück zur Base. Oder wollen wir doch da sind? Da bin ich ja schon. Das schaffen wir noch. Einfach draufbauen, das halt. Da ist der Raketenwerfer. Ja, zählt das an. Einfach nur draufbauen. Erst. Na, schade. Wie, was? Hab's nicht mehr geschafft? Nee. Oh, das gibt's ja wohl nicht. Oh, die waren ja auch schon ziemlich weit mit dem Fortschritt. Oh, das war aber fies. Und da ist schon wieder so ein Raketenwerfer-Typ dabei. Das ist unglaublich. Der eine hat mich zu lange aufgehalten, bis ich ihn zerlegt hatte. Und dann... Entschuldigung. Xar musste ja sofort sterben. Ja, Xar ja, ist das, schuld. Das war auch echt unglücklich. Ich dachte, ich kann die umfahren und von hinten angreifen. Aber die müssen mich gesehen haben. Und dann bin ich dann direkt in die Flinte gefahren. Ach, weißt du was? Komm, noch ein Gefecht. In der nächsten Folge machen wir dann ein Raid. Ich habe gerade überlegt, machen wir das oder nicht. Wir machen in der nächsten Folge ein Raid. Ich will jetzt nochmal, ein Gefecht gewinnen. Aber eigentlich bin ich mit meiner Kugel immer noch zufrieden. Also ich fand, aber die hat sich gut geschlagen. Sie scheint mir recht kippelig zu sein. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, lustigerweise. Also ich hatte das auch erwartet. Aber ist mir bisher noch nicht einmal umgekippt. Also der Falco lag gerade auf dem Kopf, ne? Das war nicht cool, ja. Ja, nö. Das, ich habe auch keinen Wagenheber eingebaut. Ich bin da mutig. Fahren wir wieder links, jetzt fahren wir mal durch. Ich habe auch keine, kostet Strom, das kann nicht schießen, das macht keinen Schaden, das kommt also nie rein. Auch keinen Strom über. Ja gut, an sich ist es schon nicht unpraktisch, aber... Andere Leute können dich ja aufheben. Auch ja, theoretisch. Ja gut, aber... Ist noch einer. Nee, hey, Quentin. Sehr schön. Und zum nächsten. Da rechts ist einer. Oh, schön durchgerammt. Na, bleib stehen, du Angsthäschen. Ja, es ist beeindruckend hier. Es flieht. Unsere Basis wird eingenommen. Okay, das sind aber auch einige, wenn ich das so sehe. Nein, müssen wir jetzt. Zah, komm zurück. Ich will mit dem noch ein bisschen fahren. Nein, die anderen nehmen unsere Basis auch ein, sind schneller als wir. Komm bitte zurück. Okay, jetzt nehmen sie nicht mehr ein. Scheinbar hat jemand aufgehalten. Kurz zumindest. Das ist ein Rennen. Da kommt einer. Jawohl! Das ist immerhin ein Sieg. Oh, es gab sogar ganz gut Erfahrungspunkte. Jo. Okay. Geschütz gekriegt. Und ich bin auch schon Stufe 8. Ich habe ein Flugzeugtriebwerk bekommen. Wow. Ui, dann kannst du richtig Gas geben. Brauchst du nachher viel zum Bauen. Was muss ich? Was? Braucht man nachher viel zum Bauen, die Dinger. Achso, für fortgeschrittenere Items, oder wie? Genau. Ah, okay. Links rum? Ja. Okay. Dann fahren wir durch. Unbedingt. Immer wieder Kombi. Aber die anderen sind ein bisschen stärker als wir. Ich habe mal so ein bisschen die PS-Zahlen gerade gecheckt. Schwierig. Ja, ein bisschen. Und wir haben auch einen, der leider AFK ist, nämlich gerade in die Karre gefahren. Ja. Schauen wir mal aufs Radar. So.
muss mich noch an diese, ich weiß, ich habe alle vier Räder lenkbar gemacht. Achso, ja, das ist krass. Da lenkt es dann echt wieder doof. Ja. So, da sind wir schon. Oh, da ist einer. Ein Haus. Kommt noch einer? Vorsicht, der hat sicher eine Kanone. Ah, komm gefahren. Wo bist du? Oh. Ja, 19 in der Base. Tacker. Ah, dann alle. Alle rein, wir sollten ganz dringend hier rein. Kommt rein! So, hier der Falco, endlich sehe ich mal. So, der ist waffenlos. So, next, wo ist noch einer? Da hinten. Kein Ding. So. Ja, sauber, würde ich sagen. Wenn man so zusammen da hinten reingeht, dann haben die auch wenig Chance, wenn sie dann so reingetröpfelt kommen. Ne? Man hat so gemerkt, die sind so nach und nach hier eingetroffen. Ja, das ist der Fehler, den die häufig machen. Ja, logisch, wenn man sich halt auch nicht so richtig absprechen kann. Jo. Ist das schon eine fiese Nummer. 5000 Punkte, boah. Und Xavi der MVP, ach, das ist ekelhaft. Und jetzt? Ja, ich muss sagen... wieder links rum war gut. Auch eine echt gute Taktik. Also ich habe 4 MGs drauf. Und bin dadurch halt ein bisschen von der Panzerung runtergegangen. Mhm. Und bin natürlich dementsprechend schnell. Und dann kreise ich einfach um die Gegner rum und beballer sie. Und zumindest die großen Kanonen treffen einen dann eher selten. Ja, okay. Aber mit der Panzerung... Ja, Moment mal, so wenig Panzerung hast du ja gar nicht, oder? Ja, es ist schon ein bisschen, aber es ist jetzt nicht übermäßig. Also zumindest bin ich immer noch schnell genug. Aber du bist halt ziemlich groß. Achtung, rechts! Verdammt, der hat mir einen vor den Platz geknallt. Okay, der ist so gut wie Hobbs, lass uns weiterfahren. Der ist Hobbs. Der ist sogar Hobbs. Sehr schön. Die sind bei uns. Oh, und richtig schnell. Oh, ja. Oh. Ich glaube, das können wir vergessen. Ja, aber zurückfahren brauchen wir auch nicht mehr. Das schaffen wir nicht. Nee, nicht richtig. Obwohl, hier sind zwei von denen. Kommt bitte in den Kreis, wir können es schaffen. Ich versuch's, ich hab nur leider nicht mehr viele Räder. Schottel. Ah, doch, ich bin drin. Ja. Also da die Tunen, die jetzt hier sind, denen habe ich beiden die Waffen weggeschossen. Ja, ja, ich hab sie weg. Ja. So, das schaffen wir. Ja. Ein so, ich jetzt lang ein bisschen Folge. Achtung, hinter dir. Oh mein Gott, wer? Fast hätten wir verloren. ganz. Oh, jetzt habe ich nochmal so einen Docker bekommen. Hä, ich habe einen Docker bekommen? Ja, das ist ja. Genau, das ist. Ach, wir haben jetzt die Mission gemacht. Dann hat er scheinbar das Level bekommen hier, unser Kollege. Ja, perfekt. Das ist ja perfekt. Ich da hatte der Falco noch sein Level gekriegt. Ja, und ich habe meinen Docker. Sehr. Also. Ein besseres Ende kann es ja quasi gar nicht geben für. Ich glaube, das war Zufall bei dir. Wir diese haben Folge. Das Geschütz haben wir gemacht. Was haben wir gemacht? Aber nö, kann ich nicht. Achso, ja, doch. Du kriegst auch ein Random-Item. Also dann hat das wohl dreifach Glück. Oh. Ja. So oder so. Sau cool. Und jetzt habe ich noch einen Levelaufstieg hinterher. Ja. Und habe hier irgendwas bekommen. Brom? Achso, du bist jetzt schon wieder draußen. Ja, ich bin raus, ja. Lafette? Weil wir sind irgendwie noch im Gefecht. Lobobs. Lässt ihr uns hier einfach alleine? Das ist echt unmöglich. Unmöglich. Und jetzt werdet ihr verlieren. Ach so, eine Lauf. Au, das ist ja cool. So ein Aufbau. Ah. Interessant, was man hier so alles bekommt. Ich bin gespannt. Das werde ich mal so ein bisschen. Kann ich mir überlegen.
Spart natürlich viele Teile. Ja, okay. Ich werde noch ein bisschen umbauen wahrscheinlich bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann geht's in die Raids. Dann werden wir da mal wieder zum Benzin lassen und hoffentlich gewinnen. Also, ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, Link unten in der Videobeschreibung und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschö, macht's gut. Ciao.